So ein Wort noch kurz an die, die sonst samstags zugeschaltet sind. Wir haben extra noch ein kurzes Ansagenvideo gestern auf den YouTube-Kanal gestellt und dich eingeladen zur Marsch des Lebenskonferenz zum Abend zu Ehren Israels. Ich hoffe, dass du vielleicht dabei warst. Wir werden diese Predigt sehr zeitnah jetzt online stellen, weil es gestern Abend keine gab. Das einfach nochmal als Satz dazu. Das heißt, von unserem Sonntagsgottesdienst ist die jetzt und die kommt sehr zeitnah dann in den YouTube-Kanal. Und dazu noch eine Ansage, und zwar gestern in 2 Wochen, am Freitag, den 26.02., haben wir unseren nächsten offenen Gebetsabend. So, es ist sehr, sehr wichtig und nötig, dass wir als Christen uns zusammenschließen im Gebet, dass wir die Gegenwart Gottes suchen, dass wir den Herrn anbeten zusammen. Es ist ein Riesenprivileg, dass wir das tun können. Und es ist zum 3. Mal, dass wir unseren Gebetsabend, den wir jeden Freitag haben, einfach öffnen wollen und dich einladen, dabei zu sein. Wenn du daran teilnehmen willst, es gibt jetzt ein Anmeldeformular dafür auf unserer Webseite tos-leipzig.de. Dort findest du eine Unterseite mit einem Anmeldeformular. Wenn dir das irgendwie zu kompliziert ist, schreib eine E-Mail an gebet@tos-leipzig.de. Schreib deinen kompletten Namen und deinen Ort, aus dem du kommst, und deinen Namen deiner Gemeinde da rein. Und dann kriegst du den Link für den Gebetsabend zugeschickt. Also, herzliche Einladung zu diesem Gebetsabend. 26.02., Freitag, 26.02., gestern in 2 Wochen, 19 bis 21 Uhr. So, und damit möchte ich jetzt predigen. Und ich lese dir den Predigttext aus 2. Mose 13. 2. Mosebuch, Kapitel 13, die Verse 3 bis 6. Da heißt es, 2. Mose 13, 3 bis 6, da sprach Mose zum Volk: Gedenkt an diesen Tag. So, und diese Worte, das ist eigentlich das ganz Zentrale. Die Predigt heißt auch einfach Gedenke. Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten, aus der Knechtschaft gezogen seid, denn der Herr hat euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt. Darum sollst du nicht gesäuertes Brot essen. Es geht ums Pessachfest, Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote. Heute zieht ihr aus im Monat Abib. Wenn dich nun der Herr bringen wird in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Hiviter und Jebusiter, das er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat, ein Land, darin Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Brauch halten in diesem Monat. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen und am 7. Tag ist es Herrn fest. Und ich lese dir nochmal direkt den Anfang, weil das ist eigentlich das, worum es geht. Da sprach Mose zum Volk: Gedenkt an diesen Tag. Und das ist etwas, was der Herr geboten hat. Das ist das erste Mal, dass wir das so lesen in der Bibel, diese Aufforderung. Das ist noch hier vor den 10 Geboten. In den 10 Geboten kommt dann auch eine ähnliche Aufforderung, nämlich im Zusammenhang mit Schabbat. Gedenke des Sabbattags, gedenke des Schabbat. So, und eben wie gesagt, die Predigt heißt Gedenke, und ich möchte natürlich einige Dinge aufgreifen und ein bisschen weiterführen vom Wochenende. So, jetzt nicht ein komplett anderes Thema, sondern das sind natürlich Dinge, die uns an diesem Wochenende beschäftigt haben. So, es ist immer wieder eine wichtige Frage, die uns beschäftigt und die ich auch immer wieder gestellt bekomme, ist: Was ist eigentlich das jüdisch-hebräische Erbe? Wie kann man das eigentlich beschreiben, oder was gehört irgendwie denn zu diesem jüdisch-hebräischen Erbe? Weil viele, die angefangen haben, das zu entdecken, hey, das gehört eigentlich mir, da soll ich mich eigentlich anschließen, die wollen dann auch natürlich gerne wissen, was ist es eigentlich und wie schließe ich mich daran an? Wie kann ich mich denn in meinem Geist anschließen, in den Geist der Söhne Zions? Worum geht es dabei? Und ein Thema ist dieses Thema heute. So, eine Antwort ist: Lass uns lernen von der Gedenkkultur, die der Herr dem jüdischen Volk gegeben hat. Der Herr hat dem jüdischen Volk eine ganz, ganz besondere, außergewöhnliche Gedenkkultur gegeben, an bestimmte Dinge immer wieder zu gedenken, so jede Woche an den Schabbat und damit an den Bund mit Gott. Und jede Woche das zu feiern und daran zu gedenken. Aber ich will es mal auch in einer besonderen Weise heute, wollen wir uns mal anschauen, die jährlichen Gedenkzeiten und Gedenktage.
so griechisch geprägtes Denken, so das hat nichts mit dem heutigen Griechenland zu tun, sondern mit der hellenistischen Kultur, griechisch geprägtes Denken ist sehr, sehr individualistisch geprägt. Also wer aus diesem, und davon sind wir alle im Westen geprägt, wer davon geprägt ist, der denkt sehr individualistisch. Der lebt nicht wirklich in Generationenzusammenhängen und der lebt oft auch ohne Geschichte und oft auch ohne Gedenken. Der lebt irgendwie so, dass als hätte sein Leben wirklich erst gestartet mit seiner Geburt, aber die Bibel sagt etwas anderes, dass unser Leben schon weit vorher startet und dass wir in größeren Zusammenhängen sind und dass wir nicht einfach so tun können, als wären wir vom Himmel gefallen und hätten nichts mit dem zu tun, was vorher war. So, und wie gesagt, griechisch geprägtes Denken denkt so individualistisch und deswegen lebt es auch ohne Generationenzusammenhang und lebt ohne Geschichte und ohne Gedenken und findet das nicht wichtig oder hat gar keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Jüdisch-hebräisches Denken ist komplett anders. Das lebt sehr stark im Familienzusammenhang, aber es lebt auch sehr stark im Generationenzusammenhang. Und deswegen lebt es auch sehr stark mit Geschichte und mit Gedenken. Und das ist etwas, was der Herr reingelegt hat ins jüdische Volk, weil er hat das richtiggehend geboten, dieses Gedenken. Und der Anfang von diesem Gedenken, wo es zum allerersten Mal befohlen wird, ist Pessach. Das Passafest, ich lese dir nochmal diese Verse, die stehen direkt im Rahmen des allerersten Passafestes, als es gerade um den Auszug aus Ägypten ging. In dieser Nacht sollten sie Pessach feiern, das Pessachlamm schlachten und opfern und essen und das Blut an die Türen streichen und so weiter. Und dann lese ich dir nochmal 2. Mose 13, Vers 3, da sprach Mose zum Volk, gedenkt an diesen Tag. Auch in Zukunft, gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten, aus der Knechtschaft gezogen seid, denn der Herr hat euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt. Und mein erster Punkt heute ist erstens das jüdische Festgedenken. Und damit meine ich die jährlichen Feste, das jüdische Festgedenken. So, wir haben manches davon am Wochenende ist angeklungen und manches auch in ganz anderer Weise, das wirst du am Ende der Predigt vielleicht verstehen, aber vieles hatte in den letzten beiden Tagen genau mit diesem jüdischen Festgedenken und dem jährlichen Gedenken zu tun. So, der Herr hat verschiedene jüdische Feste angeordnet. Wir lesen davon in der Tora und zwei werden noch später ergänzt. Und die jüdischen Feste, die der Herr anordnet, jährlich sie zu feiern und an bestimmte Dinge dabei zu gedenken, die haben eine wichtige pädagogische Funktion. So, ich meine, der Herr ist ganz sicher auch der allerbeste Pädagoge. Und es ist klar, dass sich nur Dinge richtig bei uns einschleifen durch Wiederholung. Ja? Und nicht nur sich einschleifen, sondern dass man vielleicht auch von Mal zu Mal zu Mal zu Mal immer mehr tiefer die Bedeutung von etwas erfasst. Und so haben die jüdischen Feste, die der Herr anordnet, sie zu feiern, jedes Jahr haben eine pädagogische Funktion. Sie sollen immer wieder an die wichtigsten Dinge erinnern. Und genau so sind sie auch angeordnet und aufgebaut. Sie sollen an die wichtigsten Dinge erinnern. Und ich gehe jetzt mal eben durch. Es sind insgesamt 7, 5 werden schon in der Tora genannt. 2 kommen noch im Lauf der Geschichte dazu, 1 noch im Lauf des Alten Testaments, 1 zwischen Alten und Neuen Testament wird aber dann im Neuen Testament erwähnt. Also A bis G, wir sind bei erstens das jüdische Festgedenken, Pessach, so damit fängt es an, damit fängt auch das sozusagen religiöse Jahr an zu zählen, das ist der erste Monat, obwohl eigentlich Jahresanfang im September dann ist, aber Pessach ist der Anfang des religiösen Jahres. Also Pessach und Pessach ist das Gedenken an die Erlösung. Also wir sollen an die wichtigsten Dinge denken und Pessach fängt mal beim Allerwichtigsten an, nämlich zuallererst das Gedenken an die Erlösung. So die Erlösung aus der Knechtschaft in Ägypten, daran soll das jüdische Volk jedes Jahr zu Pessach denken.
Und sie sollen dabei aber auch sich immer wieder daran erinnern, wie schmerzlich diese Knechtschaft war. So, wir haben, denke ich, alle schon Pessach mitgefeiert, wahrscheinlich fast alle. Ich weiß nicht, ob alle, die zuschauen, ob du schon mal Pessach mitgefeiert hast, aber im Rahmen der Pessach-Liturgie beim Essen, da wird auch an die Details des Leidens erinnert von der Knechtschaft. Ich will das mal übertragen direkt, weil ich glaube, das ist eigentlich das, was der Herr will. Der Herr will, dass wir das feiern, aber angeschlossen auch an die jüdische Geschichte, aber auch, dass wir auch verstehen, das Inhaltliche, worum es dabei geht, das können wir auch direkt übertragen auf uns. So ist es das Gedenken an deine Errettung. Auch wir sagen, sagt die Bibel, waren in einer Knechtschaft, nicht in Ägypten, aber wir waren auch in einer Knechtschaft, bevor der Herr uns gerettet hat und uns rausgeführt hat, nämlich in der Knechtschaft unserer Sünde, in der Knechtschaft der Finsternis, in der Knechtschaft des Teufels. Und jetzt übertrag das mal direkt auf dich. Der Herr möchte, dass du jedes Jahr einmal so richtig daran denkst. Und es nicht vergisst, wie das war, wie dein Leben vorher auch war, wie die Knechtschaft vorher aussah, wie dein gottloses, hoffnungsloses Leben vor deiner Bekehrung aussah, bevor der Herr kam und gesagt hat, lass mein Volk ziehen. Bevor der Herr kam und hat dich rausgerettet aus deiner Knechtschaft, aus deiner Sünde, aus deiner Gottlosigkeit. Jedes Jahr sollen wir daran gedenken, weil das ist unglaublich wichtig und das ist wirklich auch wichtig. Ich glaube, wer das völlig vergisst, das ist gefährlich. Wer völlig vergisst, wie er eigentlich mal früher gelebt hat, das ist gefährlich. Das kann die unterschiedlichsten Folgen in unserem Leben haben. Plötzlich ist es gar nicht mehr so wichtig. Plötzlich ist es gar nicht mehr so drängend. Wir verlieren irgendwie den Blick, wie einschneidend das war und wie das alles entschieden hat in unserem Leben. Außerdem kann man auch so ein bisschen Demut verlieren, wenn man vergisst, woher man eigentlich kommt und wie man eigentlich gelebt hat ohne Gott vorher. So, es hält uns sehr, sehr demütig und zerbrochen, wenn wir uns erinnern an das, jedes Jahr immer wieder neu, uns erinnern an das, wie wir gelebt haben ohne Gott und wie verloren und wie kaputt wir waren ohne ihn und wie er uns gerettet hat. Hey, das ist das Wichtigste überhaupt und immer wieder neu zu erfassen, wow, was für ein Wunder, dass der Herr mich gerettet hat. Und wenn du noch nicht gerettet bist, dann kannst du heute gerettet werden und kannst Kind Gottes werden. Ruf zu Jesus und bitte ihn, dass er dir vergibt, dass er in dein Leben kommt und dass du sein Kind werden willst. Und du kannst durch ein solches Gebet, ein solches ernst gemeintes Gebet, rettet er dich und macht dich zu seinem Kind. Und wie gesagt, Pessach ist nicht nur, dass wir irgendwie, natürlich auch das, wir sind damit eben als Christen, sind wir ein Teil auch der jüdischen Geschichte und es ist auch ein Teil unserer Geschichte, aber es ist wie ein Vorbild auch für deine persönliche Geschichte. Und das heißt, was der Herr hier dem jüdischen Volk anordnet, wenn du dich anschließen willst an den Segen des jüdischen Volkes, an den Geist der Söhne Zions, dann übernimm es. Das heißt, du kannst auch diesen Zeitpunkt natürlich nehmen, nämlich Pessach, wir feiern das, dann feier an Pessach deine Rettung. Und denk dran, wie es war. Erinnere dich dran, wie es war, als du noch nicht gerettet warst und wie dein Leben jetzt aussehen würde oder ob du überhaupt noch leben würdest, wenn der Herr dich nicht gerettet hätte. Wie existenziell das war, dass er dich gerettet hat. Wow, das bringt die erste Liebe wieder neu, richtig zum Brennen. Das klärt oft Dinge in unserem Leben, wenn wir uns da wieder dran erinnern. Und das hält uns hübsch demütig. Das ist gut. Das ist wichtig. Dieses Gedenken ist wichtig. Es hat eine wichtige Funktion. Und der Herr will, dass wir an bestimmte Dinge jedes Jahr, mindestens jedes Jahr einmal so richtig denken. Und deswegen ein ganzes Fest dafür. Es soll ein fröhliches Fest sein. Die großen Hauptfeste, die auch die Wallfahrtsfeste sind, Pessach, Shavuot, Sukkot, sind alles Freudenfeste, auch wenn sie dabei gleichzeitig manchmal auch an Dinge erinnern, die nicht so schön sind. Okay, das war also A, Pessach, Gedenken an die Erlösung. Dann kommt B, das nächste große jüdische Fest, kommt gerade 50 Tage später, nämlich Shavuot. Das ist, ich übertrage es mal gleich, das Gedenken an die Gemeinde und an die Berufung. Das Gedenken an die Gemeinde und an die Berufung. So Shavuot, das jüdische Shavuot-Fest, ist das Fest der ersten Ernte des Jahres.
Es ist auch das Fest des Gesetzes, weil es überliefert ist, dass genau zu diesem Zeitpunkt Mose am Sinai die 10 Gebote von Gott empfangen hat. Dann ist es im Neuen Testament das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes und damit wird das Gesetz Gottes in unsere Herzen gegeben und damit ist es gleichzeitig das Fest der Entstehung der Gemeinde und das Fest der ersten großen Ernte für das Reich Gottes. An einem Tag bekehren sich gleich 3000 Menschen. Wenn wir das alles kurz zusammennehmen, ich kann das jetzt nicht lange machen, es ist das Fest der Berufung. Es ist das Fest der Berufung. Und es ist das Fest der Gemeinde. Wir haben als Gemeinde eine gemeinsame Berufung, nämlich eine gemeinsame Berufung einer großen weltweiten Ernte bis an die Enden der Erde. Wir sollen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und dann haben wir eine Berufung gemeinsam als Gemeinde für eine weltweite Ernte bis an die Enden der Erde. So, der Heilige Geist, wir bekommen ihn für die Ernte. Und deswegen, das Zielpunkt dieses Festes ist eigentlich die Ernte und damit auch die Berufung, die wir haben, auch sozusagen den Kern immer wieder neu zu klären. Bei all den unterschiedlichsten Diensten, die Leute vielleicht in der Gemeinde haben, wir haben einen Kern, eine Spitze hat die gemeinsame Berufung, die wir als Gemeinde haben, nämlich Ernte für Jesus. Ernte für das Reich Gottes. Dafür sollen wir erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Und das ist auch die allererste Funktion des Heiligen Geistes. Das ist die Spitze. Der Heilige Geist will vieles in unserem eigenen Leben machen und wir brauchen den Heiligen Geist für ganz vieles in unserem eigenen Leben. Aber die Spitze ist, wir sollen ausgefüllt sein mit dem Heiligen Geist, um Kraft zu haben für die Ernte. So ist es das Gedenken, Shavuot, das Gedenken an die Gemeinde und an die gemeinsame Berufung, die wir haben. Und damit jedes Jahr einmal ein Fest, bei dem wir Neues in Blick nehmen, hey, das ist eigentlich das, worum es geht, nach der Erlösung. Erst kommt die Erlösung, dann kommt die Berufung. So, es hat alles eine wunderbare Ordnung, eine wunderbare Reihenfolge in den Festen. Einen total klaren Sinn. Erst kommt die Erlösung, die Errettung, aber dann kommt direkt danach die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dann geht es um Berufung. Und das heißt, wir feiern das nicht nur, um zu sagen, wow, toll, der Heilige Geist ist gekommen und dann haben sie 3000 Leute in einem Tag bekehrt. Wir können zurückschauen, das ist das eine und das feiern. Aber das andere ist, es ist eine Frage an uns. Ist unsere Berufung klar? Ist der Fokus klar in unserem Leben? Ist der Fokus in unserer Gemeinde klar? Deswegen, die Feste haben eine wichtige pädagogische Funktion. Sie erinnern uns an die wichtigsten Dinge im Leben. Und Shavuot ist das Gedenken an Gemeinde und Berufung, die gemeinsame Berufung. Dann kommt C als nächster größerer jüdischer Festtag, Rosh Hashanah, der Beginn des neuen jüdischen Jahres. Und daran schließen sich direkt die 10 ehrfurchtsvollen Tage an. Das ist C, Rosh Hashanah und die 10 ehrfurchtsvollen Tage, das ist Gedenken an das Gericht. Das hat eine so sinnvolle Reihenfolge, diese Feste. Zuerst an die Erlösung, dann an die Gemeinde und die gemeinsame Berufung und das klar zu haben, hey, es geht um Ernte. Und dann kommt etwas später, da kommt schon gegen Herbst des Jahres hin, das Gedenken an das Gericht. Darum geht es nämlich 10 Tage lang nach dem Rosh Hashanah, nach dem Beginn des neuen jüdischen Jahres, 10 Tage lang soll man sich selbst prüfen, wie stehe ich vor Gott da? Ist mein Leben vor Gott geklärt und in Ordnung? Bin ich in das Buch des Lebens eingeschrieben oder nicht? So ist die Erinnerung an das Gericht. Und das sollen wir 10 Tage lang machen. Jedes Jahr uns damit beschäftigen, ist mein Leben vor Gott geklärt? Man kann das auch an anderen Tagen im Jahr machen, man sollte das vielleicht auch öfter im Jahr machen, aber mindestens 10 Tage im Jahr ordnet der Herr uns das an. Hier geht es um das Bekenntnis von Sünde, um Versöhnung, um Reinigung und so weiter. Und diese 10 Tage, die münden dann in Punkt D, in das nächste große Fest und das höchste, der höchste jüdische Feiertag ist Yom Kippur. Der große Versöhnungstag ist das Gedenken an die Versöhnung, an
den Sündenbock, auf den die Schuld gelegt wird und der in die Wüste geschickt wird. Das Gedenken an die Versöhnung und auch den Preis, den es gekostet hat. Punkt E kommt dann noch das große Herbstfest Sukkot. Auch nur ein paar Tage später, wieder nach Yom Kippur, nämlich Sukkot, das Laubhüttenfest nennen wir es im Deutschen. Ich nenne es mal so, es ist das Gedenken an das Ende der Welt. Sukkot ist das einzige Fest, was noch nicht erfüllt ist. Alle anderen Feste waren zu Zeiten des Alten Testaments prophetisch, sind aber erfüllt worden mittlerweile. Aber Sukkot nicht, das Laubhüttenfest steht noch aus. Es ist das Fest, was auf das Ende der Welt hindeutet. So, es ist nämlich das Fest der letzten Ernte des Jahres. Shavuot ist das Fest der ersten Ernte, Sukkot ist das Fest der letzten Ernte des Jahres. Und damit ein Hinweis auf die letzte große Erweckung, bevor diese Welt zu Ende ist und Jesus wiederkommt. Und gleichzeitig soll das jüdische Volk eine Woche lang in Zelten wohnen. Und das hat verschiedene Funktionen. Es ist eine Erinnerung natürlich an den Auszug aus Ägypten, an den Exodus und an die Wanderung durch die Wüste. Aber stell dir einfach mal vor, wenn man das tatsächlich tut, eine Woche lang in Zelten wohnen, jedes Jahr, eine Woche Zelt verordnet. Was bedeutet das? Zelte sind nur vorübergehende Bauten. Ich glaube, fliegende Bauten werden sie genannt beim Bauordnungsamt. Und im Hebräerbrief heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt. So in Zelten eine Woche lang zu wohnen und sich daran zu erinnern, wie sie in Zelten wirklich alles, was sie hatten, hatten sie dabei. Sie lebten 40 Jahre on the way. So ist Erinnerung an Vergänglichkeit unseres Lebens. Eine Woche mal rauskommen aus dem, dass man sich in alles eingerichtet hat und irgendwie, wir leben oft so, als würde unser Leben ewig gehen. Und eine Woche mal raus in ein Zelt ist Erinnerung an Vergänglichkeit, wenn es gleichzeitig verbunden ist mit dieser Perspektive auf das Ende der Welt, auf das Fest der letzten Ernte und so weiter. Das heißt, das ganze Fest schaut eigentlich in die Zukunft, auf das Ende der Welt. Und ist das nicht interessant, wie hier die Reihenfolge ist? Zuerst kommt Rosh Hashanah und die 10 ehrfurchtsvollen Tage und Yom Kippur. Und das ist eine Botschaft, hey, bevor die letzte Ernte kommt und bevor der letzte Tag dieser Weltgeschichte kommt, sollten wir vorher uns damit beschäftigen, dass unser Leben vor Gott geklärt ist. Die Reihenfolge ist nicht andersrum. Es kommt nicht erst das Ende der Welt und dann kommt das Gedenken an das Gericht, das ist dann zu spät. Die Klärung unseres Lebens sollte vorher passieren und dann ist nämlich Sukkot, auch dieses Sukkot-Fest mit seiner endzeitlichen Perspektive, ist ein Freudenfest. Und sie sollen 7 Tage lang feiern und sich freuen über die letzte Ernte. Und wer sein Leben geklärt hat, für den wird das Ende dieser Welt und diese große endzeitliche Ernte, die dann kommt, ein riesiges Freudenfest. Und wenn Jesus wiederkommt, das wird der schönste Tag deines Lebens. Wir brauchen nichts zu fürchten, wenn unser Leben vor Gott geklärt ist. So, das ist also Sukkot. Dann werden noch dazugefügt, jetzt kommt noch F, also E war Sukkot, F. Ganz am Ende des Alten Testaments kommt noch die Geschichte von Esther dazu und damit das Gedenken an Purim, das Gedenken an antisemitische Pogrome oder an das allererste große, große antisemitische Pogrom der Esther-Geschichte. Und dann kommt noch G dazu, Chanukka, das ist dann zwischen Altem und Neuen Testament, aber es wird im Neuen Testament erwähnt in Johannes 10, das Gedenken an den Sieg des Geistes der Söhne Zions. Das ist das Fest der Wiedereinweihung des Tempels und dann aber auch das Fest des Sieges des Geistes der Söhne Zions über den griechischen Geist. So, damit sind wir mal einmal kurz durch das ganze Jahr gegangen. Nicht alle, es gibt auch noch einzelne kleinere jüdische Feiertage, aber das sind die großen. Jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr gedenken, immer wieder neu.
immer wieder neu, auch diese Reihenfolge von Themen, durch die man geht, wie durchs ganze Leben durchgehen, von der Errettung über die Berufung, über das Gericht und die Klärung des eigenen Lebens vor Gott hin zum Ende der Welt und so weiter. Jedes Jahr gedenken nicht nur an positive Dinge, sondern an die wichtigen Dinge. Und das hat eine pädagogische Funktion. Punkt 2. Was es darüber hinaus noch gibt und wozu das Wort Gottes uns herausfordert, ist Gedenken an die Sünden der Vorfahren. Zweitens, Gedenken an die Sünden der Vorfahren. Ich lese dir aus dem sogenannten Lied des Mose. Das steht in 5. Mose 32 und das sind die letzten Worte, die Mose zum Volk Israel spricht. In Kapitel 33 segnet er noch die verschiedenen Stämme, in Kapitel 34 stirbt er. Das sind die letzten Worte des Moses, ein Lied, das er Israel lehrt. Und es heißt, sie sollen sich immer wieder an dieses Lied erinnern. Und wenn sie das tun, wird es ihnen gut gehen. Letzte Worte von Mose an ganz Israel. Und in diesem Lied spielt es eine unglaublich starke Rolle, dass man sich mit der Sünde der Vorfahren beschäftigt. So, es ist eigentlich der Befehl dazu, die Decke des Schweigens zu zerbrechen zwischen den Generationen und zu sprechen über die Schuld der Vorfahren und die Vorfahren zu fragen nach ihrer Geschichte. 5. Mose 32, Vers 4 bis 7 und Vers 15 bis 18 lese ich nur, aber ich empfehle dir, lies das ganze Kapitel mal durch. Ich lese dir also 5. Mose 32 ab Vers 4. Er ist ein Fels, erst wird der Herr angebetet und gelobt. Er ist sein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Und dann redet Mose über das Volk Israel. Zu seiner Zeit, das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt wider ihn. Sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Und dann kommt dieser Befehl. Vers 7, gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir es verkündigen. Deine Ältesten, die werden dir es sagen. So, was sollen wir fragen? Wir sollen eben fragen auch nach der Schuldgeschichte. Dann kommt wieder all das Gute, was Gott gemacht hat, und dann ab Vers 15 heißt es dann, als aber Jeschurun, das ist ein übertragenes Wort, ein Bild für das jüdische Volk, für das Volk Israel zur Zeit von Mose eben. Als aber Jeschurun fett wurde, wurde er übermütig. Er ist fett und dick und feist geworden und hat den Gott verworfen, der ihn gemacht hat. Er hat den Fels seines Heils gering geachtet und hat ihn zur Eifersucht gereizt. Durch fremde Götter, durch Greuel hat er ihn erzürnt. Sie haben den bösen Geistern geopfert und nicht ihrem Gott, den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die erst vor kurzem aufgekommen sind, die eure Väter nicht geehrt haben. Dein Fels, der dich gezeugt hat, hast du auch außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich gemacht hat. So, ich lese dir nochmal diesen Vers 7 aus 5. Mose 32. Jede Generation soll an die Schuldgeschichte der eigenen Vorfahren denken und danach fragen. Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir es verkündigen. Deine Ältesten, die werden dir es sagen. So, das Interessante ist, dafür wurde kein Fest eingerichtet. Es gibt kein Decke des Schweigens zerbrechen Fest. Es gibt zwar so eine Konferenz, hat sich Einladung dazu, aber es gibt kein solches Fest im jüdischen Festkalender, sondern die Botschaft dabei ist, das sollten sie selbstständig tun, ohne immer wieder erneut aufgefordert zu werden dazu. Das ist unsere eigene Aufgabe. Aber von Generation zu Generation ist das wichtig und soll das getan werden. Wir sollen fragen, sollen unseren Vater, unsere Ältesten, sollen wir fragen und wir sollen gedenken. Ich werde gleich noch sagen, worum es dabei geht und was die Funktion von diesem Gedenken ist. Das war zweitens Gedenken an die Sünden der Vorfahren, der Befehl dazu, die Decke des Schweigens zu zerbrechen. Und drittens Yom HaShoah. Ich möchte ein paar Sätze zu Yom HaShoah sagen.
Natürlich kein biblisches Fest, klar. Es geht um die Shoah, um den Holocaust. Aber es ist sehr, sehr, sehr interessant, wie das jüdische Volk mit dieser Geschichte umgegangen ist. So in diesem Sinne des jährlichen Gedenkens, was sie seit mehreren tausend Jahren machen, 1447 vor Christus war der Auszug aus Ägypten. Da war dieses Pessachfest, wo zum ersten Mal es angeordnet wurde, dass ein solches Gedenken sein soll. Seit 3500 Jahren gibt es also jüdisches jährliches Gedenken an irgendetwas. So in diesem Sinne des jährlichen Gedenkens hat das jüdische Volk selbstständig einen eigenen jährlichen Holocaust-Gedenktag eingerichtet, Yom HaShoah. Obwohl es auch einen internationalen gibt. Versetzt sich einfach mal rein ins jüdische Volk, was das bedeutet. Das bedeutet jährliche Erinnerung an den größten Schmerz überhaupt. Jährliche Erinnerung. Und sie haben das selbst entschieden, einen solchen Tag einzurichten. Das bedeutet jährliche Erinnerung an Verfolgung, Deportation, Ermordung, Verlust, Verlust der Heimat, Verlust geliebter Menschen. Jährliche Erinnerung an geliebte Menschen, die ermordet wurden. Und natürlich ist eine Motivation sehr, sehr stark dahinter, dass man das tut, um die Ermordeten zu ehren und ihrer zu gedenken. Man tut es für sie in einer Weise. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass man Yom HaShoah als Jude, dass man das nicht tun kann, ohne selbst immer wieder an alles erinnert zu werden. Jedes Jahr. So, ich lade dich mal ein, dass du mal überlegst. Ich habe das heute überlegt. Hätten wir wohl diesen Gedenktag eingerichtet? Du musst mal überlegen, was das bedeutet, sich jedes Jahr diesem Gedenken zu stellen. Du kannst mal auf die persönliche Ebene runterbrechen. Stell dir einfach mal kurz das Schrecklichste vor, was du in deinem Leben jemals erlebt hast. Würdest du dafür einen jährlichen Gedenktag einrichten? Würdest du dich entscheiden, jedes Jahr einen Tag lang ganz bewusst wieder daran zu denken, was du erlebt hast? Das ist eine ganz gewaltige Proklamation, was das jüdische Volk da entschieden hat und was sie jedes Jahr selbstständig tun. Es ist eine Proklamation gegen Verdrängung von Not und von Schrecklichem, was man erlebt hat. Es ist eine Proklamation gegen das Verdrängen. So, wir haben das ist in unterschiedlicher Weise gestern Thema gewesen. Bei dem Tomasz hieß er, glaube ich, aus Tschechien, dessen Vater und Mutter so unterschiedlich waren. Der Vater, der sofort ein Buch geschrieben hat, noch im Jahr 45, der Krieg war gerade zu Ende, hat sofort über alle Details geschrieben, die er in Auschwitz erlebt hat und überall davon geredet und Artikel geschrieben und gelehrt und alles. Und die Mutter hat immer geschwiegen und sie wusste von ihrer Mutter bis zu ihrem Tod kaum etwas wirklich über ihre Geschichte. Wir haben es auch gestern Abend dann gehört von Ruth Steinfeld selbst, die das so lange verleugnet hat und nicht darüber reden wollte und nicht darüber reden konnte. Aber wir haben das auch gehört, auch von ihnen. Und ich denke, das ist immer wieder die Erfahrung, wer Schreckliches aus seinem Leben verdrängt, der bleibt gefangen. Wer darüber reden kann, der kann auch Frieden finden und geheilt werden. Und oft sind die Holocaust-Überlebenden, die sich entschieden haben zu reden, sind oft unglaublich starke Persönlichkeiten, unglaublich beeindruckende Persönlichkeiten und können auch sehr, sehr, sehr geheilt werden. Ich glaube, dass es eine wesentliche Entscheidung ist, um geheilt zu werden von schrecklichen Dingen, die wir erlebt haben, dass wir anfangen zu reden und dass wir nicht verdrängen. Und deswegen die Entscheidung, einen jährlichen Gedenktag einzuführen, das ist natürlich zum einen, um die Ermordeten zu ehren, aber zum anderen geht es ja gar nicht, ohne sozusagen selbst beteiligt zu sein. Und es ist eine wichtige Entscheidung, die dazu beiträgt, geheilt zu werden. Ich komme zum Punkt viertens und dann auch ziemlich zügig zum Ende.
drei Konsequenzen aus all dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich habe über den jüdischen Jahreskalender, über die jüdischen Feste gesprochen. Ich habe über das Gedenken an die Sünden der Vorfahren gesprochen. Ich habe über Yom HaShoah gesprochen und alles unter diesem Motto eben, Gedenke. Drei Konsequenzen. Persönlich, was können wir daraus lernen und wie können wir das für uns selbst anwenden? A, mach den jüdischen Festkalender zu deinem eigenen Gedenken. Und zwar natürlich ist es auch ein Teil unserer Geschichte. In dem Moment, wo wir uns bekehren werden, Christen, da sind wir eingepfropft in das jüdische Volk und es ist auch ein Teil unserer Geschichte. Es ist die biblische Geschichte, aber füll das auch inhaltlich und erfass das, worum es geht und feier das auch persönlich. Du kannst jedes Pessach, kannst du auch persönlich feiern, dass der Herr sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe. Aus deinem persönlichen Ägyptenland, aus deinem Leben ohne Gott, aus deiner Sünde und Schuld, aus deiner Verzweiflung, aus deiner Kaputtheit habe ich dich rausgeführt und dich gerettet. So feier jedes der Feste mit der Bedeutung, um die es dabei geht. Weil das ist die pädagogische Funktion, nicht nur, dass wir irgendwas feiern, was mal irgendwann war, sondern dass wir etwas Bestimmtes in den Blick nehmen und dadurch immer wieder auch ausgerichtet werden. Also mach den jüdischen Festkalender zu deinem Gedenken. B. Frage nach den Sünden der Vorfahren und gedenke an sie. Ich lese dir nochmal 5. Mose 32, Vers 7. Gedenke der vorigen Zeiten und habe Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir es verkündigen. Deine Ältesten, die werden dir es sagen. So ist der Befehl, die Decke des Schweigens zu zerbrechen. Das ist der Befehl, zu fragen nach den Sünden der Vorfahren, nach der Geschichte der Vorfahren, aber eben auch nach ihren Sünden. Nicht zu schweigen darüber und an sie zu gedenken. C. Gedenke mit dem jüdischen Volk an die Shoah. Gedenke mit dem jüdischen Volk an die Shoah. So, sie haben sich entschieden, jedes Jahr daran zu gedenken. Das ist ihre eigene Entscheidung. Jedes Jahr gedenken sie daran. Und das ist schmerzlich für sie. Ich weiß, dass es vielen Holocaust-Überlebenden, die sich entschieden haben, ihre Geschichte zu erzählen, dass sie jedes Mal, wenn sie die Geschichte erzählen, durchleben sie das alles nochmal neu. Und manchmal ist es so, dass sie von einer solchen Veranstaltung nach Hause gehen und können erstmal einige Nächte nicht schlafen, weil sie alles wieder neu durchlebt haben, was sie erzählt haben. Sie haben sich entschieden, jedes Jahr neu daran zu gedenken. Das ist schmerzlich, daran neu zu gedenken. Und natürlich ist es auch für uns schmerzlich. Das heißt für uns, jedes Jahr neu zu gedenken an die Geschichte unserer Vorfahren. Jedes Jahr neu erinnert zu werden an die Schuld unserer Familien und all dessen, was vielleicht auch immer noch in uns lebt. Und wir brauchen das auch jedes Jahr neu, um immer tiefere Dimensionen davon zu erfassen, auch von dem, was immer noch in uns lebt. Und ich lade dich eins ein. Der jüdische Festkalender und dieses ganze Gedenken, was der Herr anordnet, es ist eine Aufforderung, keinem Thema auszuweichen. Das ist im Großen und Ganzen ist das sehr fröhlich und sind viele fröhliche Feste, aber gleichzeitig geht es um sehr tiefe Themen dabei. Und es ist eine Einladung, keinem Thema auszuweichen. Und so auch an Yom HaShoah, weiche diesem Schmerz nicht aus, sondern habe Gemeinschaft mit jüdischen Freunden in ihrer Trauer. Und hab Gemeinschaft auch, indem du auch die Geschichte deiner Vorfahren offenlegst und dich dazu stellst. So wäre, es taucht immer wieder mal die Frage auf, warum führen wir eigentlich jedes Jahr einen Marsch des Lebens durch zu Yom HaShoah? Und wer das fragt, der hat eigentlich diese jüdische Gedenkkultur noch nicht verstanden. Es ist völlig selbstverständlich, dass es mit einem Mal nicht zu Ende ist. Jedes Jahr denkt man wieder neu daran. Das ist jüdische Gedenkkultur. Und das ist nicht mit einem Mal fertig. Und der Herr will dich einpflanzen in den Ölbaum des jüdischen Volkes.
Du sollst den Segen und den Saft von diesem Ölbaum empfangen. Und ein Teil von diesem Segen und von diesem Saft liegt auch in diesem jährlichen Gedenken von so wichtigen Dingen. Nimm daran teil. Und ich möchte ganz zum Schluss noch sagen, dieses Gedenken hat 4 wesentliche Funktionen. Und die sind ein absoluter Segen für uns. Dieses jährliche Gedenken in all diesen Dingen hat 4 wesentliche Funktionen. Wir werden ausgerichtet. Du wirst in all dem immer wieder auf das ausgerichtet, was wirklich wichtig ist. Wir werden gestärkt, weil viele dieser Feste erinnern daran, was der Herr Herrliches tut und was der Herr Herrliches getan hat in der Vergangenheit. Und wenn es da getan hat, dann kann er es heute auch. Pessach, Purim und so weiter. Immer wieder an die herrlichen Taten Gottes werden wir erinnert und dadurch werden wir gestärkt. Also wir werden ausgerichtet, wir werden gestärkt. Das Dritte ist, wir werden gewarnt. Wir werden gewarnt, weil wenn wir uns beschäftigen mit der Sünde der Vorfahren, wenn wir uns mit falschen Wegen beschäftigen, wenn wir sehen, okay, sie haben solche Entscheidungen gefällt und das hat dazu geführt, dann werden wir gewarnt. Wenn wir Yom HaShoah feiern, wenn wir Yom HaShoah gedenken, wir werden jedes Mal gewarnt vor den falschen Entscheidungen, vor Entwicklungen, die wir um uns herum sehen. Wir werden gewarnt, also wir werden ausgerichtet, wir werden gestärkt, wir werden gewarnt. Und das Vierte ist, wir werden getröstet. Wir werden getröstet und ich glaube, das ist die wichtige Funktion, auch uns Schmerz zu stellen und dass sozusagen selbst das mit dazugehört zu diesem Kalender und zu diesen jährlichen Erinnerungen und Gedenktagen, auch Yom HaShoah. Wir werden herausgefordert durch einen Gedenktag, uns jedes Mal dem Schmerz zu stellen. Wir werden herausgefordert und das jüdische Volk hat sich selbst entschieden, jedes Jahr diesen Gedenktag durchzuführen und das bedeutet ja auch, jedes Jahr wieder neu darüber zu reden. Jedes Jahr das Schweigen darüber zu zerbrechen und die Geschichten zu erzählen und die Fakten zu nennen und darüber zu reden. Und darin liegt Heilung. Wir werden von Schrecklichem, was wir erlebt haben, nicht geheilt, wenn wir es verdrängen und verschweigen. Und das können wir aus dem jüdischen Gedenken lernen. Und deswegen, wir werden ausgerichtet, wir werden gestärkt, wir werden gewarnt, wir werden getröstet. Das sind die 4 wesentlichen Funktionen, die dieses jährliche Gedenken hat. Schließ dich an den Geist der Söhne Zions, indem du selbst ein Teil wirst von diesem Gedenken und dich dafür öffnest und dich damit eins machst. Und deswegen auch für dich klar ist, ja, natürlich, jedes Jahr, Yom HaShoah, machen wir einen Marsch des Lebens und gedenken zusammen mit unseren jüdischen Freunden an die Shoah. Jedes Jahr feiern wir die jüdischen Feste. Jedes Jahr stellen wir uns den unterschiedlichsten Themen. Ich möchte die Band mal bitten, dass ihr nach vorne kommt und dann lasst uns einfach beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und dass du uns rufst. Und Herr, ja, dein Wort ist so gut und deine Pläne sind so gut und so wesentlich für uns. Und danke, dass du das so eingerichtet hast im jüdischen Volk und dass wir das lernen können von unseren jüdischen Freunden und lernen können aus deinem Wort, wie du uns rufst, regelmäßig zu gedenken. Und du willst so Gutes dadurch in unserem Leben tun. Du willst uns immer wieder neu ausrichten, Prioritäten unseres Lebens klären, Perspektive unseres Lebens klären. Du willst uns stärken dadurch, dass wir uns erinnern an die Wunder, die du schon getan hast. Du willst uns warnen vor den falschen Wegen. Und du willst uns trösten, indem wir aber nicht mehr verdrängen und nicht mehr verschweigen, sondern über schmerzhafte Dinge reden und uns den Themen stellen. Wir danken dir für den Segen, den du in das jüdische Volk hineingelegt hast, von den Geist der Söhne Zions. Und wir sagen, Herr, wir schließen uns gerne daran an und wollen dir gerne davon empfangen. Ich lade dich ein, steh doch mal auf und gib dem Herrn einfach an deinem Platz und genauso auch zu Hause eine Antwort auf das, was du gehört hast. So ich denke, du hast selbst gemerkt, wo du selber stehst oder was dir noch fremd ist oder wo du innerlich distanziert bist noch davon oder was du noch nicht erfasst hast.
Und ich lade dich ein, dass du einfach die Entscheidung fällst heute. Jesus, hier bin ich und ich schließe mich an in meinem Geist, an den Geist der Söhne Zions. Und ich will mich anschließen an das jüdisch-hebräische Erbe. Ich will mein Denken verändern, will erfassen, was du denkst und will das tun, wie du das möchtest. So gib dem Herrn selbst eine persönliche Antwort einfach an deinen Platz.